Diese Woche steht für Frieden, Mitgefühl und Gleichgewicht. Am Dienstag, 21. September, ist Weltfriedenstag und zugleich Vollmond. Somit bietet dieser Tag und diese Woche optimale Energien, um uns nach Frieden auszurichten und zu reflektieren, wo wir in uns selbst und wie wir für diese Welt Frieden leben können. Achte daher besonders auf deine Gedanken und Emotionen, die dir anzeigen, wo du mit dir selbst nicht im Mitgefühl und Sanftheit umgehst, dich selbst be- oder verurteilst und sollen, müssen und andere einengende Gedanken daherkommen. Lasse sie los mit der Vollmondenergie und besinne dich darauf, was für dich wesentlich ist. Denn am Mittwoch, 22. September, folgt gleich die Herbsttag- und Nachtgleiche, in der ein Moment des absoluten Gleichgewichts, ein Leeremoment, entsteht. Frage dich, was es gilt, ins Gleichgewicht zu bringen. Was hast du bereits geschafft und geerntet in diesem Jahr? Und was gilt es noch bis Ende Jahr in Balance zu bringen? Auf weltlicher Ebene gilt dies genauso und vor allem mit der Zahl 22 haben wir die Beziehung der männlich-weiblichen Prinzipien. Somit gilt es in dir, die Balance zu schaffen zwischen Empfangen und Handeln und dich in dieser Woche besonders mit all diesen Energien auf deine Herzenswünsche und Weg auszurichten und deinem inneren Kompass zu folgen. Es ist eine Woche, in der es um das neue Miteinander geht und das bedeutet, es geht um das Miteinander in uns mit unseren eigenen Anteilen. Lausche, kehre ein, sei achtsam und bedenke, dass alles ein Teil des Ganzen ist. Wäge deine Optionen gut ab, die du für deine Ausrichtung, Projekte und Herzenswünsche hast. Dabei suche nicht nach Informationen im Außen, denn die wahren Impulse kommen und sind bereits in deinem Inneren. Möge diese Woche eine Neuausrichtung zur Gleichheit, Mitgefühl und Menschlichkeit als friedvolles Wir bringen. Und da wir in der Dualität verhaftet sind, ist Frieden über das, was nicht in Frieden ist, zu erkennen.